Hallo. Also, das ist der Cappuccino, bitteschön. Bitteschön. Ja. Ja. Ja, Coffee with the Cop ist tatsächlich eine schöne Aktion, die wir heute hier in Bonn haben. Ein Gesprächsangebot für Bürgerinnen und Bürger, die hier mit uns ins Gespräch kommen können. Das Thema ist erstmal egal und dazu gibt es noch einen leckeren Kaffee. Wir sind eine Bürgerpolizei und dementsprechend möchten wir natürlich auch so häufig wie möglich Kontakt mit den Bürgern haben. Das können wir hier natürlich wunderbar. Bei einem Kaffee lässt sich natürlich auch ein schönes Gespräch führen. Und das ist eine Kampagne, die wir in ganz NRW oder die Polizei NRW in ganz NRW durchführt, in verschiedenen Städten und heute hier bei uns in Bonn. Der Innenminister ist auch da. Kaffee getestet. Bringt alles durcheinander, das ganze Konzept. Das wäre sonst der dritte. Wollte Sie kommen? Oh, haben Sie mehrfach die ganze Zeit. Und mich bedanken im Namen aller Kollegen für ihre hervorragendste Arbeit. Das ist eine angenehme Begleiterscheinung, die haben es aber auch wirklich redlich verdient. Ich kann Ihnen gleich. Coffee with the Cop, das ist die Idee, dass Polizei mit Bürgern ins Gespräch kommt und umgekehrt Bürger mit Polizei. Ich glaube, man wird voneinander viel erfahren. Und es werden wahrscheinlich auch ein paar Hemmungen oder Schwellen abgebaut. Also eigentlich bürgernahe Polizei live und in Farbe. Jetzt ist das hier in Bonn heute einmalig oder ist das eine... Na, wir ziehen ab quasi einmal durchs Land. Wir gehen in alle Polizeibehörden, um das mal zu machen. Das werden wir nicht immer wieder machen, das kostet ja auch viel Geld. Aber wir wollen da anreizen, dass die Polizeibehörden sowas dann selber machen, in eigener Regie vielleicht. Muss ja nicht immer Kaffee sein, kann auch ein Eis sein. Aber ins Gespräch kommen, über so eine Schwelle abbauen, das ist ja die eigentliche Idee.